125 Jahre Arbeitsgerichtsverband bedeutet nicht nur 125 Jahre arbeitsrechtliche Gesetzgebung, sondern auch Dialog zwischen den Protagonisten des Arbeitsrechts. Solange wir miteinander diskutieren, müssen wir nicht streiken, müssen wir nicht kämpfen, sondern Konsens. Und das ist die besondere Leistung auch des Arbeitsgerichtsverbandes. Wir wollen die Diskussionen intensivieren und in die allgemeine Diskussion hinaustragen. Und wenn wir damit die nächste Generation im Arbeitsgericht erreichen sollten, so ist das durchaus in unserem Sinne. Die Leistungen des Arbeitsgerichtsverbandes liegen vor allen Dingen darin, dass es eine eigenständige Arbeitsgerichtsbarkeit gibt. Und die zweite Funktion, die er jetzt immer noch hat oder wahrnimmt, ist der Diskurs über die verschiedenen Rechtsebenen. Das setzt viel Wissen voraus, auch das wird im Arbeitsgerichtsverband gut vermittelt. Hervorragend an den Veranstaltungen des Arbeitsgerichtsverbandes finde ich auch, dass die die Chance geben, uns Sachverstand aus anderen Professionen heranzuholen und mit allen Gruppen des Arbeitsrechts gemeinsam drauf zu schauen, wie soziale Phänomene von anderen Wissenschaftsbereichen gesehen werden, eingeschätzt werden und dadurch auch einen Gewinn für unsere Arbeit im Alltag zu bekommen. Ich sehe aktuelle Herausforderungen im Arbeitsrecht an 3-4 Stellen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt, wir haben die Migration auf den deutschen Arbeitsmarkt, wir haben die Inklusion. Es ist wunderbar, dass man das hier im Deutschen Arbeitsgerichtsverband mit den verschiedenen Berufsgruppen diskutieren kann. Und ich glaube, so wird man das Arbeitsrecht auch gut fortentwickeln können. Am meisten sind das nämlich die Themen im Bereich der Digitalisierung des Arbeitslebens, weil dort ganz viele Fragestellungen heutzutage zu klären sind, die eben sich aus den gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben. Das bekommen wir auch stark zu spüren, dass der Fokus weggeht zum Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses hin zu, wie kann ich Arbeitnehmer binden. Ich habe das Panel Betriebsverfassungsrecht belegt, weil ich da in meiner eigenen Praxis doch zunehmend an Grenzen stoße, was Umstrukturierungen von Unternehmen anbelangt. Für die Betriebsparteien insgesamt ist die Herausforderung enorm, die durch die Entwicklung der Arbeitswelt auf sie zukommt. Diese Gerichtsbarkeiten schaffen nicht weniger als sozialen Frieden für unsere Gesellschaft. Dann ist es wichtig, dass wir uns auf diese Gerichtsbarkeit verlassen können. Ich denke, dass die Politik noch stärker in den Diskurs gehen muss mit denen, die letztlich das umsetzen, was politisch beschlossen wird, weil jeder von uns in einem Arbeitsleben sich ja wiederfindet. Wir haben Fragen, das hat sich heute auch gezeigt, die Weiterentwicklung der Arbeitszeit, des Arbeitszeitrechts, das ist sehr strittig, das müssen wir diskutieren in Zeiten der Digitalisierung. Sozialpartnerschaft heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber dass man einen Modus vivendi gefunden hat, wie man mit unterschiedlichen Ansichten umgeht. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Happy Birthday, lieber Arbeitsgerichtsverband. Die Veranstaltung hat mir wirklich total gut gefallen. Es war sehr anregend. Mir hat es besonders gut gefallen, auch mit Richtern, Anwälten, Personen aus der Wissenschaft zusammen zu sein. Das Zusammensein und das Kennenlernen, das Gegenseitige, ist außerordentlich wichtig. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für fachlichen Austausch und für persönlichen Austausch. Das Schöne daran ist halt auch, dass der gesamte Kongress das abgebildet hat, was den Deutschen Arbeitsgerichtsverband ausmacht. Nämlich also fächerübergreifend, interessenübergreifend, das Arbeitsrecht in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. Und im Übrigen gilt natürlich für den Arbeitsgerichtsverband wie für die Unis, für die Anwaltschaft, Arbeitsrecht ist das Beste überhaupt. Arbeitsrecht ist sexy.